Better than neutral. Uh-huh. And nice sound. Is this trumpet? Ganz auf einmal, so richtig so. Wolle, Haare, irgend sowas. Ist uns was angebracht? Well, I mean, the soup, huh? Yeah. We are ready for the soup now. Mm-hmm. Yes, but... Musik hören und die Musiker anschauen beim Spielen, das finde ich sehr wichtig, also auch als für mich als Musiker, um zu lernen, wie machen die das.
ganz blöd abkupfern. Ne? Gucken. Ne? Wie auch gerade als Schlagzeuger, gucken, wie koordiniert er, was macht er. Wie holt er den Klang aus dem Material raus? Im Moment eine Musik herzustellen, die einfach nur einmal gehört werden kann. Und es ist ganz gleich, ob wir jetzt Stücke benutzen oder keine Stücke benutzen. Das ist nur Material, was uns vielleicht manchmal hilft, einen Einstieg zu finden in die Improvisation. Ich habe den Aspekt sehr gern dabei, dass ich mich völlig in die Gegenwart fallen lassen kann. Und so aus diesem luftleeren Raum, natürlich mit dem, was an Material irgendwo an eigentlich Klischees auch bei mir vorhanden ist, dann einen musikalischen Raum gestalten kann. Eine Geschichte ist mir jetzt noch aufgefallen gerade, zweites System, wo Slow steht, spiele ich erst mit Haralds langer Note. Das heißt, ich lasse ihn die beiden ersten Viertel allein. Ja. Also ich war noch lange nicht so weit jetzt eben mit der Entwicklung von Nummer 5. Ja. Da bist du reingekommen mit Babette. Und du bist auch irgendwo dann noch hinterher gehangen. Schlagzeugerthema geschrieben. Nochmal. Ja, die Dings, die Plakate sind da. Wir müssen Plakatverteiler machen. Ha? Ja, Renate hat sie geholt gestern Abend. Zwei kann knapp werden, weil wir fahren dann noch weg. Ja, morgen Abend sowieso. Ne? Morgen Abend ist ja, treffen wir uns im Quartett. Ja, aber wenn du vorher welche haben willst, kannst du vorbeikommen. Schwarze Tasche und wieder. Ja, genau, das alles.
Ja, ist gut die Akustik, ne? Ja. Wunderbar. Ja, dann machen wir das. Ja. Aber face it, dann müssen wir dem Heinz sagen, mit der Kunst da, ne? Also ob man die wegmachen kann. Ne? Ja, müsste dann eigentlich, ne? Weil sonst kommen wir zu sehr in den Raum rein, wenn ich nicht bis ganz in die an die Wand sitzen kann. Ne? Wobei ja, es ist ja. Naja. Ich habe aber deinen eingepackt. Dafür kriege ich jetzt dann bald den Notenständerorden. Was mich speziell bei der Musik des Xu-Trios interessiert, das ist in diesem Rahmen, den die Musik hat, durch die Komposition von Harald, durch die Spielweise von Harald, durch die extrem melodische Spielweise auch von Lukas, in diesem Konzept meine Stimme zu finden. Und das ist für mich eine große Herausforderung auch, diese Stimme zu finden. Es ist öfter so, wenn man in Gruppen spielt, wo eben der Zusammenhang kompositorischer, also der Zusammenhang hergestellt wird durch kompositorische Vorlagen, da eine adäquate Art und Weise zu finden, improvisatorisch dann damit umzugehen. Das ist das, was mich am Xu-Trio interessiert. Natürlich mag ich die beiden auch unheimlich gern und ich mag die Musik auch, dieses Schreiben. Und wir sind einfach daran interessiert, uns musikalisch zu begegnen und dem Publikum das mitzuteilen, einzuladen, da mitzumachen. Und festzustellen, wo bin ich, wo sind die anderen. Vielleicht ist man manchmal auf dem gleichen Punkt. Und dann geht's im Konzert ab.
improvisierte Musik ist ja inzwischen fast so was wie ein Terminus technicus geworden. Und die Klangästhetik, die dahinter steht, die spricht mich sehr an. Eine andere Sache ist, dass natürlich auch immer, wird oft gesagt, ja nur aus dem Bauch und so weiter spielen. Der Kopf ist schon immer auch dabei, man ist ja nicht nur Bauch, ne? Man ist aber auch nicht nur Kopf. Was mich daran interessiert, ist, mich der Gegenwart auszusetzen. Mich der Gegenwart auszusetzen und aus einer möglichst unvorbelasteten Situation einen Klang zu gestalten, der situationsangemessen ist. Wir gehen dann einfach anders rum, das ist egal. Soll ich wieder hochfahren? Nee, das ist okay hier, gerade hinter dem roten. Hm? Ja. Okay. Gut. Okay. Out. Ich denke, in der Musik, in der wir da arbeiten und unsere Kunst produzieren, kann keiner ausschließlich davon. Es muss jeder, alle Musiker müssen entweder als Lehrer arbeiten oder sonst irgendeinen Brötchenjob nachgehen. Schön ist es natürlich, wenn sie als Musiklehrer genug verdienen oder in anderen Orchestern spielen, andere Musik machen, noch daneben. Ich mache das nicht. Also ich habe ein paar Schüler, aber das reicht auch nicht, um davon zu leben. Und dann habe ich halt diese Museumsarbeit in Emlingen, wo ich mit dem Stadtarchivar eine kleine städtische Sammlung betreue. Am Anfang war es schwierig, auch das kulturpolitisch dort in der Gemeinde durchzukriegen, aber jetzt läuft es gut. Und wir haben gute Erfolge, gute Presse und die Leute kommen mehr und mehr in dieses kleine Museum. Das ist natürlich eine schönere Arbeit, um Geld zu verdienen, als andere Leute, die dann als Bedienung arbeiten müssen oder auf der Post Pakete schieben, um eben genug Geld zu verdienen, damit sie noch improvisierte Musik spielen können. Kannst du eigentlich auch ohne Leiter? Ja, ich kann Jetzt halt da.
Hut ab, ja? Nein, das ist Lukas. Das ist Lukas. Das ist die Arbeit von Lukas. Ja? Also die Sachen hier, ja. Das ist gepflegt zu installieren, das macht Lukas. Ja. Das ist schön, ja. Das ist toll. Ja, diese Figur haben wir genommen, als wir Jubiläum hatten, haben wir hier ein riesen Theaterspektakel gemacht, wo Lukas ja die Bühne und alles gemacht hat. Aha. Und das war einer der Protagonisten des Stücks. Mhm. Ja, der ist ja auch toll. Ne? Also ja, guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. 102,3 MHz Radio Dreieckland, die Jazz News vom Samstagvormittag. Die Ansage hätte ich eigentlich im Original übernehmen können von dieser schönen Live-Platte, mit der wir angefangen haben. Berkshire Blues war das von Randy Weston. Bin im Laufe der Jahre halt hier in verschiedene Musikschulen reingekommen, wo ich mit Kindern oder auch Erwachsenen solche Workshops in der Art, wie ihr sie auch gesehen habt, halt mache. Ich spiele in einer kommerziellen Gruppe und habe ab und zu die Möglichkeit, bei irgendwelchen Theatergeschichten mitzuspielen oder so. Und das alles zusammen hat sich im Laufe der Jahre eigentlich zunehmend so summiert, dass ich von dem ganzen Komplex zusammen eigentlich so für meine Verhältnisse ganz gut leben kann. Nicht da, 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 keine geraden Achte. Also eher so. Nicht? Verstehen? Eher so. Ist das Tempo für dich in Ordnung? Ja. Mit diesem di, wenn es nicht ganz klappt, ist es nicht schlimm, mach überhaupt nichts. Das ist ganz so nicht. Wieso? Hat auch schon geklappt. Klappt sowieso nicht. Ja, das wird schon klappen. Machen wir es noch einmal, das Tempo? Das Tempo, ja. Das Tempo machen wir noch einmal, ja. Ich verdiene mein Geld mit Workshops, Unterricht, dass ich im Theater arbeite und manchmal sogar mit Konzerten, Kompositionsaufträge. Da kommt mein Geld her.
es stellt sich natürlich immer die Frage, will ich das nicht? Habe ich Spaß daran, habe ich keinen Spaß daran? Und ich mache immer öfter so die Erfahrung, dass wenn ich mich wirklich drauf einlasse, auf die Arbeit, die ich tue, dann macht sie Spaß. Und pass auf deine Haltung auf, das ist ganz entscheidend wichtig. Übertreib mal richtig mit den Pausen. Ah. Übertreib mal richtig auch so, wirklich so. La-di-da-di-da. Und das so mit dem Ausatmen, geh wieder in den Ton rein. Ne? Er bleibt auf derselben, im Prinzip auf derselben Stelle, weil es nicht genau definiert ist. Wenn er in dem Bereich sich bewegt, auch immer, es ist so richtig wie ja, so, ja, so Creme auf der Torte verschmiert. Das ist es nicht. Ja. Nicht hier bewegst du zu viel. Ne? Ja. Ja, ja. Okay. Und beim Wirbel ist es natürlich genauso dann. Ja. Ohne zu werbeln, die Übung durch, also das ist nur nicht, sondern das ist nur. Zurück zu Nummer, jetzt selbes Blatt, Nummer 9. Ne? Ja. Man muss nicht auf die Noten gucken, da weißt ja, du nur, dass auf 4 kommt dann noch ein Schlag. Ne? Ja. Ah.
über Durststrecken so zu Beginn meiner musikalischen Tätigkeit, da hat mir die Anne schon drüber weggeholfen auch. Also es gab immer Zeiten, wo ich halt wenig verdient habe. Und Zeiten, wo ich mehr verdient habe, konnte ich dann das wieder ein bisschen ausgleichen oder so. Und auch meine Eltern haben mir da geholfen. So Durststrecken können natürlich wiederkommen. Das ist völlig klar, aber das ist für mich kein Grund, jetzt irgendwie meine Arbeit als improvisierender Musiker in Frage zu stellen. Also das ist das, was mich interessiert, und das ist das, wo ich, was die Beschäftigung mit einem Metier angeht, die tiefsten Erlebnisse, ja, Gefühle gemacht habe. Also das berührt einfach meine Existenz, und von daher habe ich überhaupt keine andere Wahl, als das zu machen. Was mich nicht begeistert und nicht berauscht, ist, wenn du das ganze Wochenende weg bist und das, was weiß ich, 6 Wochen hintereinander, und wir eigentlich überhaupt keine Freizeit miteinander verbringen können und uns nur so unter der Woche sehen. So en passant und nur so alltäglichen Kram organisieren und wenig Schönes dann zusammen machen können, weil ich dann, wenn du arbeitest, frei habe und umgekehrt. Und was auch nicht leicht ist, mit einem Mann zusammenzuleben, der immer so lang schlafen kann. Und ich habe halt so einen streitenden Beruf und verlasse um 7 Uhr das Haus. Mir ging es ja nicht primär darum, jetzt, was weiß ich, morgens immer lang schlafen zu können oder so, ne? Sondern mir ging es halt schon um die Musik, und das hat halt bedingt eine gewisse Art zu leben, mit der ich sehr zufrieden bin, die mir sehr entgegenkommt. Weil ich halt auch eher Nachtmensch bin als ein Tagmensch oder ein Morgenmensch. Das passt halt irgendwie alles. Also ich bin damit sehr zufrieden. Ich möchte nicht Bassistin sein. Aber so die Zeit mir eher einteilen und nicht so, so äußeren Zwängen unterworfen sein, das, da würde ich schon mal gerne tauschen. Was ich nicht tauschen möchte, ist das monatliche Gehalt. Manchmal gibt es dann auch Auseinandersetzungen, weil einer anders drauf ist als der andere. Vor allen Dingen, wenn 2 oder 3 Leute zusammenspielen, bringt jeder von den 3 eine andere Erwartung rein.
und ist natürlich erstmal frustriert, vielleicht auch sauer, wenn diese Erwartung im Augenblick nicht erfüllt wird und reagiert dann darauf. Versucht seine Idee durchzuboxen oder steigt überhaupt völlig aus. Dann muss die anderen auch mal machen, was es will. Ne? Und genau diese Haltung muss man auch dem Publikum zugestehen, dass sie etwas erwarten und diese Erwartungshaltung wird erfüllt, positiv überrascht, oder die Leute sind frustriert. Damit muss man umgehen dann. Man kann dann auch sagen, oh, jetzt wird es kritisch, die Leute steigen aus, die mögen das nicht mehr, was wir spielen, also spielen wir was anderes. Oder man kann auch sich genau andersrum entschließen. Du wirst es nie kriegen heute Abend, kann man dem Publikum gegenüber vertreten. Nie. Wir spielen genau nur das, was wir wollen. Und nicht den Mist, den ihr jetzt gerade euch vorstellt. Wobei Mist immer eine subjektive Einstellung ist, weil ich mir etwas anderes vorstelle, als das, was das Publikum sich vorstellt. Wenn ich wirklich drin bin, dann ist das erstmal für mich ein dummes Zeug, was die wollen. Dann ist das Spiel, was ich vielleicht, wenn ich dann noch spielen kann. Verratst in dem Moment, wenn du was herstellen willst, ne? Oder wenn du eine Vorstellung durchsetzen willst. Ne? Es gibt natürlich Konflikte. Jemand, Georg oder Lukas, macht was, was ich denke, das passt jetzt eigentlich gar nicht. Eigentlich soll es dann schon so sein, dass das Thema, das ist auch meistens so, dass es klar ist, jetzt aus musikalischem Zusammenhang, jetzt kommt das Thema. Läuft auch manchmal ein bisschen über Blickkontakt, aber eigentlich ist es musikalisch immer klar. Und das war bei diesem Konzert mal anders gewesen. Ich war noch längst nicht fertig mit dieser Geschichte, also einen geräuschhaften Klang zu entwickeln oder so, an so einer Collage eben mich zu beteiligen, als dann Harald auf einmal mit dem Thema schon angefangen hat. Ne? Das war eine eigentlich untypische Situation, die ich aber unheimlich interessant fand. Wie dann die Kurve zum Thema gekommen ist. Es gab eine sehr starke Achse zwischen Lukas und Georg. Die waren zusammen. Es war der Moment, wo Lukas auf die Marimba gegangen ist. Und ich stand auf dem Schlauch in dem Moment. Ne? Und konnte für mich das schlecht zulassen, dass ich jetzt auf diesem Schlauch stehe. Ne? Und habe angefangen zu arbeiten. Ach, das ist alles richtiges Material und so weiter. Aber in dem Moment war überhaupt keine Musik, zumindest was von mir kam. Wenn ich im Nachhinein überlege, hätte ich sagen müssen, stopp, lass die beiden mal arbeiten, lass die beiden mal machen, weil da war was ganz Starkes zwischen den beiden. Ne? Und warten, bis die fertig sind und dann wieder klar mit einer neuen Idee reingehen. Als Trio kommen wir schon weiter, weil ich denke, alle drei, die da drin sind, sind offen genug und haben auch Erfahrung genug. Ich meine, wir sind zwar nicht die Opas, aber sind schon eine ganze Weile beisammen und jeder hat eine ganze Menge Erfahrung aus dem Hintergrund, die er mit reinbringt. Und die gemeinsame Zielvorstellung ist, glaube ich, groß genug oder auch, ja, sie ist einfach groß, das Ziel ist groß genug, dass man einfach immer wieder dran bleibt und damit weitermacht.
Aber ist das hier das neue Orchestra-Stück? Mhm. Am Sonntag schon angeprobt. Mhm. Und Kopien, sind die für mich, die hier liegen? Ja, genau. Die sind für dich. Kannst du schon mal die Bassstimme angucken? Ja, ja. Aber ich nehme mal die großen hier, das Wahnsinn. Ist so klein. Schwer. Ja, ich finde überhaupt nichts hier auf der ersten Seite. Einen Ton. Ja. Zwei. Das ist das Schwerste. Ein Klavier setzt ganz langsam diesen Ton. Bass. Ja, ja. Okay. Und dann kommen die Saxophone mit. Das ist schwierig, da müssen alle zusammen den letzten Ton erwischen. Ne? Ach, da ist ja. Ne? Ja, und dann ist ein ganz offener Teil. Und zwar Quartettbesetzung, Bass, Schlagzeug, Klavier. Ja. Und ich habe jetzt beschlossen, ich mache das Solo nicht selber, ja. Sondern da der Stanko ja mitspielt, soll der. Kriegt er da ins Porten und die machen einfach so lange, wie sie wollen. Wie lange ist es ungefähr geplant? Also so von deinem Bogen her jetzt, wo du sagst, kann schon reichlich, kann schon reichlich. Ja. Mhm. Ist das irgendwie an Material gebunden, was vorher war, oder soll das? Wenn sie das hinkriegen, wenn sie das hinkriegen, ist natürlich gut, aber wenn nicht, ist auch okay. Ne? Mhm. Ich weiß überhaupt nicht, wie der Stanko mit sowas umgeht, ehrlich gesagt. Ne? Wie der das macht. Ne? Ich fände es natürlich schön, wenn es so ein wirklich Uptime-Puls wäre. Ne? Ja. Und uns da drüber passiert. Also auch traditionell gedacht ein bisschen? Jazz-Type? Nein, Puls. Ne? Mhm. So wie Lukas das spielt. Ne? Puls, ne? Und da spielen jetzt Piano, die tiefen Saxophone Hintergrund. Sicher? Weil ja, doch. Habe ich extra nochmal stehen auf dem zweiten Mal kein Sax.
Tiefe, also Ach so, doch. Ja, bei mir glaube ich. Ja? Bassklarinette ja, ja, und ja. Ne? Also jetzt doch. Ja, ja. Gut. Im zweiten, ne? Im zweiten, ja. Das Ende davon. Ach so, wie es geblieben ist. Das ist Freude. Geblieben. Missverständnis, gut. Okay. Mhm. Okay. Und wenn ich da vorne dran stehe und dirigiere, hat es immer vor allem mal zwei Aspekte. Wie nehme ich diesen riesigen Klangkörper? Was ist da alles drin an Energie und an verschiedenen Sounds? Wie kann ich den rauskitzeln? Und wie kann ich jedem, der da mitspielt, das, was er gut kann, seine Fähigkeit, auch am besten rauskitzeln? Und wie bringe ich das in den Kontext? Und wie organisiere ich das, dass das Ganze noch formal eine schöne Musik ist, die auch jeder nachvollziehen kann? Django mit Blech. Stanko mit den zwei, das ist mindestens zwei noch, das sozusagen den Ton, der im Moment im Raum ist, pflücken und hörbar machen. Und das kann ich am allerbesten. Kann ich viel besser wie Noten reproduzieren. Stücke, komponierte Stücke spielen. Ich bin einfach sehr froh, dass seit ein paar Jahren bei mir das so läuft, dass ich auf die Art leben kann, wie ich mir es eigentlich immer gewünscht habe. Und das ist gut so. Das ist keine Garantie dafür, dass es morgen wieder funktioniert. Es kommt morgen etwas anderes dazu, etwas Neues. Es wird eine andere Situation sein, auch wenn es dieselben Leute sind. Weil sonst kann ich die Kassette von gestern laufen lassen. Und die interessiert mich in der Regel erst zwei Wochen später. Aber am nächsten Tag muss es weitergehen. Schönen guten Abend. Heute der letzte Abend von Offline 3. Das Orchestra spielt traditionell am letzten Abend des Festivals. Schön, dass ihr alle da seid. Thank you.